Und? Was steht in der Zeitung? Es geht vorwärts. Wo? Bei uns. Überall auf der Welt geht es rapid abwärts. Nur bei uns geht es aufwärts. Wäre schön, wenn man das auch merken täte. Du bist ein gefährlicher Nörgler. Meine Seele, wenn du nicht mein leibhaftiger Schwiegervater wärst, ich hätte dich schon längst vor das Revolutionstribunal gebracht. Kannst mich ruhig bringen, lieber Schwiegersohn. Ich bin ein Greis und leb eh nimmer lang. Aber ich tät's auch deinen Freundeln im Tribunal sagen. Damals, als noch der hochwohlgeborene Graf Almaviva bei uns residierte. Diese Zeiten kommen nie wieder. Gott sei Dank. Es waren bessere Zeiten. So. Und was ist mit den unzähligen Verbrechen deines hochgeborenen Grafen? Hä? Erinnerst du dich nicht mehr, was dieser hochgeborene Lump für empörende Schandtaten übereinander gehäuft hat? Hä? Hä? Ich erinnere dich nur, mit welch brutalem Egoismus er seinen zynischen Herrenrechten frönte. Die armen Mädchen des Volkes waren ja schier Freibild für seine niedere Lust. Selbst jene Susanne, die Frau seines intimsten Kammerdieners, hätte seinerzeit als Braut fast dran glauben müssen. Hätte sie doch nur. Ich hätte es diesem elenden Figaro von Herzen vergönnt. Diesem Verräter an der Idee des Volkes. Hilf dem Grafen über die Grenze. Einem Grafen, der allzeit nur seinem bestialischen Triebleben frönte. Ein Sarkast! Ich glaube, wären wir Grafen gewesen, wir hätten auch gefrönt. Wir waren aber keine Grafen, bitte ich mir aus. Du warst hier sein bedauernswerter, gequälter Schlossgärtner. Moment. Was war ich? Gequält? Hast der Gräfin die extravagantesten Gemüse gezüchtet für ihre raffinierte Tafel. Und deine Tafel? Du hast Kraut gefressen, Tag aus, Tag ein. Kraut erhält jung. Ich mag aber kein Kraut. Weder Kraut noch Rüben. Freche Lümmel! Das sind keine Lümmel. Das sind Zöglinge des staatlichen Kinderheimes. Im ehemaligen Schlosse deines hochgeborenen Grafen. Merkt ihr das endlich? Wo früher geschminkte Vergangenheit frivole Scherze trieb, wächst nun ein starkes Geschlecht der Zukunft daran. Froh, frei und gestellt! Dein gestelltes Geschlecht der Zukunft hat mir neulich meine ganzen Äpfel gestohlen. Du bist ein alter, boshafter Nihilist. Beleidigt lass ich mich nicht. Wer bist denn du? Ha! Der dümmste aller Schlossverwalter bist du. Denkst immer nur an die Zukunft, die Zukunft. Aber dass das wertvollste Inventar im Keller vermodert, all die Bilder, Möbel, Gobelins. Wer? Gobelins. Das ist dir wurscht. Aber mir bricht das Herz, wenn ich an die Keller denke. Ein lebender Mensch ist mir mehr wert als alle tote Kunst der Welt. In welchen Büchern hast denn das gelernt? Wenn ich so unbelesen wäre wie du, dann tät ich mir leid. Petrillo! Petrillo! Wo brennt's denn?
Du ahnst nicht, was ich gerade sah. Ich stehe im Park am Brunnen des Neptun. Es gibt keinen Brunnen des Neptun. Es gibt nur einen Brunnen des 23. September. Merkt ihr das endlich? Ist ja egal. Ho, 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 ho. So spricht mein Weib. Deine Tochter. Hab mich gern. Das werde ich dich nicht haben. Weiter. Kommandier mich nicht. Ich gehöre nicht zu deiner Garde. Also, ich stehe im Park am Brunnen des 23. Neptun. Und da kommt jemand über die große Wiese. Mir blieb direkt das Herz stehen. Momentan dachte ich, da kommt ein Geist. Ein Geist? Am helllichten Tag. Es gibt keine übersinnlichen Wesen. Weiter. Es war auch kein übersinnliches Wesen, sondern ein durchaus sinnlicher Mensch aus Fleisch und Blut. Ein alter Bekannter. Wer? Ihr werdet es mir nicht glauben. So red doch schon. Figaro. Figaro. Was? Dieser elende Emigrant wagt sich zurück. Das ist der Gipfel des Hohns. Die Dreistigkeit in Persona, die schamloseste Herausforderung des Jahrhunderts. Ich bitte dich, red nicht so geschraubt. Passt es dir etwa nicht, wenn ich ihn einkerkern lasse? Was? Bist wieder eifersüchtig? Auf einen Emigranten? Ha! Für was hältst du mich? Ah, da seid ihr ja. Grüß Gott, Frankett. Guten Tag. Habe die Ehre. Wie geht's? Schlecht. Wir haben dich nicht erwartet. Ihr seid überrascht, was? Sehr angenehm sogar. Lumpiges Emigrantengesindel, das tät uns hier noch Not. Wiedersehen. Halt! Du weißt, was dir blüht. Viel kann mir nicht blühen. Zu guter Letzt bin ich doch nur wegen meinem Wald fort, ein Emigrant aus Liebe. Liebe ist ein privates Problem der individuellen Anarchie. Und alles Individuelle interessiert uns politisch einen Dreck. Wo steckt denn Susanne? Keine Ahnung. Wieso? Wir sind geschieden. Geschieden? Ja, schon seit einem halben Jahr von Tisch und Bett. Du hast sie betrogen. Im Gegenteil. Und umgekehrt. Sie dich? Ja. Was du nicht sagst. Arme Susanne. Mit wem hat sie dich denn betrogen? Mit dem Grafen? Nein, nur mit einem Forstadjunkten, einem gewöhnlichen Sterblichen. Es gibt weder gewöhnliche noch ungewöhnliche Sterbliche. Es gibt einfach nur Sterbliche und basta. Merk dir das, du. Hergelaufener. Wer ist hier ein Hergelaufener? Ich bin kein Hergelaufener, hörst du? Ich bin zwar ein Findelkind und ich weiß nicht, ob ich hier geboren wurde, aber mir ist sehr wohl bekannt, dass ich hier gefunden wurde. Leider. Ob es dir leid tut oder nicht, ich bin hier zu Hause. Wie das Wasser, die Luft, die Bäume, die Seen. Verstanden? Du brüll dich nicht mit mir, ja? Ein Emigrant ist immer ein Hergelaufener und hat auch kein Zuhause, denn er hat es verraten. Einen Schmarrn habe ich verraten, du Narr. Ich erinnere mich da an einen gewissen Petrillo. Der war Reitknecht des Grafen. Und ohne einen gewissen Figaro wäre er heute noch sein Stallknecht. Wer gab dir denn das erste Buch, in dem schwarz auf weiß geschrieben stand, dass ein Knecht nicht immer Knecht bleiben muss? Von wem hast du denn die Revolution gelernt? Von mir. Von einem gewissen Figaro. Ja, aber ohne einen gewissen Figaro wäre mir der Graf nicht entkommen. Wer schafft ihn denn über die Grenze? Du, Verräter! Wenn ich nicht so viel revolutionäre Disziplin hätte, dann tät ich dir jetzt eine hinhauen. So hört's doch endlich auf. Misch dich da nicht hinein, sonst passiert noch ein Unglück. Was hat der Graf dir denn getan? Er hat mein Weib vergewaltigt. Vergewaltigt? Wenn ich diesen gewissen Grafen erwischt hätte, oh, dann hätte ich mir ausgeborgt. Da hätte ich, so hätte ich und so. So. Und jetzt gehe ich und hol die Wache. Figaro, ich bitte dich, flieh. Mein Mann kennt keinen Witz, wenn er bei der Gesinnung gepackt wird. Du hast keine Ahnung, wie der hassen kann. Er ist ein reißendes Tier. Ach. Red nicht per T.
Tier von ihm, Papa. Auch Petrillo hat seine guten Seiten. Er glaubt eben an unsere Idee. Bei unserer einstigen Freundschaft, ich flehe dich an, bitte lauf davon. Der bringt dich noch ins Zuchthaus und dann verlierst du den Kopf. Den Kopf? Ja. Die Zeit, in der Kopf keine Rolle spielte, ist vorüber. Heute ist Köpfchen wieder Trumpf. Die Todesurteile werden gefällt, um nicht vollstreckt zu werden. Die Hingerichteten bevölkern die Börse und geben dem Henker falsche Tipps. Nein, nein, Fanket, Figaro bleibt. Er hat Großhadersdorf verlassen und ist nach Damaskus gegangen. Aber in Damaskus scheinen auch nur Großhadersdorfer zu wohnen. Allerdings mit einem anderen Vorzeichen. Im Namen des Volkes, Figaro, jetzt verhafte ich dich. Bevor ihr mich in Ketten zu legen geruht, gebe ich euch den guten Rat, einen kurzen Blick in dieses Dokument zu werfen. Ich möchte euch nämlich eine Blamage ersparen, die ich dem da vergönne. Was heißt das? Ich hätte dir gern vergönnt, wenn du nicht so unsagbar, undankbar, dumm gewesen wärst. Na, Herr Wachtmeister, haben Sie das Dokument entziffert? Zu Befehl. Angetreten, habt Acht, präsentiert das Gewehr, rechts schaut. Was ist? Ihr präsentiert da? Ruhe. Ruhe? Ja. Ha! Ich werd verrückt. Ja, es ist aus, schwarz auf weiß. Du bist pensioniert. Pensioniert? Wer? Ich. Ja. Höchste Zeit. Gib her. Danke, Herr Wachtmeister. Augen geradeaus, links um, Marsch. Jetzt werde ich wirklich verrückt. Du bist der neue Schlossverwalter. Ja. Soll ich etwa draußen ondulieren, frisieren, etc., etc., wenn ich zu Hause mit nur ein bisschen Verstand Schlossverwalter werden kann? Nein. Ja, ich bin geflohen. Als wäre ich ein Aristokrat und kein Diener. Liebe schläferte mich ein, träumte blauen Dunst. Aber ich bin wieder erwacht. Ich bin wieder zurück. Schon seit 3 Wochen habe ich mich der neuen Herrschaft zur Verfügung gestellt, habe alles gebeichtet und sie haben mir meine Immigrationssünden vergeben. Obwohl ich nicht sonderlich zerknirscht darüber war. Ja? Die Revolution ist menschlicher geworden. Eine gute Chance für selbstständige Charaktere, die den zweiten Joker suchen. Und solche Charaktere machen die Karriere. Du schweig von Charakteren. Was habe ich denn verbrochen, dass ich so rapid abgesägt werde? Ha, bin ich etwa zu revolutionär? Vielleicht. Und außerdem hast du falsch verrechnet. Wieso falsch? Du hast hier 48 Findelkinder betreut. Hast diese Zahl aber immer konstant von rechts nach links gelesen. 84. Und dass ich dich nicht sofort hier auf der Stelle verhaften lasse, das verdankst du nur mir, du edler Ritter. Ich hab dir immer gesagt, dass das irgendwann ans Tageslicht kommt. Du schweig! Wer hat sich denn das Bären auf Raten gekauft? Ich oder du? Und wer hat die Raten im Wirtshaus versoffen? Du oder ich? Jetzt hört's auf, liebe Leute. Ihr habt doch nur getan, was alle Schlossverwalter tun. Mein Gott, ich wünschte, ich könnte sprechen. Ich könnte schon sprechen, werd mich aber hüten. Und? Susanne? Susanne, das gibt es nicht mehr. Sie hat mich betrogen. Mit Recht. Oho. Wenn es dich heute nichts mehr angeht, ob sie da draußen etwa bettelt, dann hat sie dich mit Recht betrogen. Und warum hat sie dich überhaupt betrogen, deine Susanne? Warum, wieso? Wir haben uns eben auseinandergelebt. So, auseinander. Und wer war schuld? Ich nicht. Du warst ganz unschuldig. Was? Ich war ihr immer treu. Das beweist nichts. Sondern? Ihr habt noch immer keine Kinder. Was? Nein, Gott sei Dank. Arme Susanne, eine Frau ohne Kind, das hat keinen Sinn. Ja, heutzutage hat so manches keinen Sinn. Aber Schlossverwalter werden, das hat natürlich Sinn. Was, du Unschuldiger? Schäm dich. Du bist ja noch korrupter als wir. Jawohl, korrupt, durch und durch. Tatsächlich? Lass ihm doch seine Freude. Nein, lass sie nur. Red ruhig weiter. Ich würde auch weiterreden,
wenn du es mir nicht gestatten würdest, Herr Schlossverwalter. Weißt du, seit Susanne mich verlassen hat, ist mir eines klar geworden. Es wird auf der Welt nichts mehr gehasst und verachtet als ein redlicher Mann mit Verstand. Und da gibt es nur eine Lösung. Du hast dich zu entscheiden, Redlichkeit oder Verstand. Bist du nur redlich, musst du opfern. Hast du nur Verstand, wird dir geopfert. Ich habe mich entschieden. Bravo. Hör mal her, Figaro. Bevor ich jetzt ins Wirtshaus gehe. Also, ja! Ganz im Ernst. Ich möchte jetzt nur sagen, ich habe für ein großes Ideal gekämpft. Auch wenn ich falsch abgerechnet habe. Aber das tut der Idee nichts an. Und es wird immer vorwärts gehen. Auch wenn alle Schlossverwalter Schwindler sind. Vorwärts. Ihr glaubt doch nicht, dass unser lieber Herr Graf Almaviva etwa nicht korrupt gewesen wäre. Er war es sicherlich genauso begeistert wie wir, nur ist es bei ihm nicht mehr aufgefallen, weil wir uns seit Generationen daran gewöhnt haben. Seine Korruption ist gewissermaßen ein Gewohnheitsrecht geworden. Stimmt, stimmt! Wer war er denn, unser Herr Graf? Ein großer Herr, der sich drum eingebildet hat, auch ein großer Geist zu sein. In 2 Monaten ist alles aus. Essig. Geburt, Reichtum, Stand und Ruhm machten ihn stolz. Aber was tat er denn, um all diese Vorzüge zu verdienen? Er gab sich die Mühe, auf die Welt zu kommen. Das war die einzige Arbeit seines Lebens. Dessen anderen Teil er verprunkt, verprasst und verspielt hat. Ho, viva! Ich lass mir mein Ideal nicht nehmen, auch wenn ich jetzt pensioniert bin. Verstanden? Hängt's euch alle auf. Du hast noch ein Ideal. Ja. Wenn er kein Ideal hätte, warum hätte er dann die Revolution gemacht? Damit's ihm besser geht. Das ist noch nicht alles. Sag's ihm. Es soll uns besser gehen, damit wir edlere Menschen werden können. Hast du es gehört, Herr Schlossverwalter? Ja. Merkt dir's. Dein Mann ist ein Narr. Du wirst mir nicht alles Menschliche zerstören. Du nicht. Du hast das Wesen der Dinge noch nicht erkannt. Wir leben in Zeitläufen, in denen die Läufe wichtiger sind als die Menschen. Leider. Mir scheint, ich bin euer einziger Gast. Wir sind ein Nachtcafé, mein Herr, und öffnen erst um 10. Bei euch wird's also erst später lebendig. Ja, nach Mitternacht. Sind Sie eine Prinzessin? Ich? In solchen Emigrantenlokalen, höre ich, ist dann jeder ein Aristokrat. Der Chef ein Herzog. Der Pianist ein Baron
Und die Kellnerin zumindest eine Hoheit. Ich bin keine Prinzessin. Was denn dann? Nichts. Traurig, traurig. Naja, vielleicht komme ich nach Mitternacht wieder. Auf Wiedersehen, schönes Nichts. Auf Wiedersehen, der Herr. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Susanne! Herr Chef! Wie oft habe ich dir schon eingeschärft, dass, wenn jemand dich für eine Prinzessin hält, dann mach ihm die Freude und sag ja. Oder lächle zumindest zweideutig. Es ist doch nicht der Sinn des Lebens, dass wir den Leuten die Illusionen nehmen oder uns das Geschäft verpatzen. Weißt du, was du bist? Ja, undankbar. Aber. Ohne sie wäre ich verhungert. Aber. Doch, doch, doch. Unverbesserlich. Ich werde nie wieder heiraten. War's denn so schlimm, hm? Ihr lasst's mich. Ich bin ein verworfenes Wesen. Ich danke den Menschen, die ich verachte. Und die, die ich achte, die kommen mir komisch vor. Und dann ist gleich alles aus. Ja, dieses Gefühl ist mir nicht fremd. Aber ich hab's mit der Emigration abgelegt. Ich war ja auch mal ein Lebejüngling. Sag, wie lang ist das schon her, dass wir nicht mehr zu Hause sind? 200 Jahre. Mindestens. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Hm. Heute kommt er frei. Wer? Der Graf. Genau heute, vor einem Jahr, wurde er rechtskräftig verurteilt. Wird er herkommen? Ich erwarte ihn jeden Augenblick. Kannst du mir eine Frage ganz offen beantworten? Wenn ich kann, gern. Hattest du etwas mit ihm, dem Grafen? Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Naja, er war schon immer hinter dir her. Schon vor deiner Hochzeit mit Figaro. Sie wissen doch, dass damals nichts war. Das ist doch allgemein bekannt. Ja, aber jetzt, in der Emigration... Jetzt ist erst recht nichts passiert. Ach, Sie wissen ganz genau, dass nichts war zwischen uns. Dass er dich hierher protegiert hat, all das? Ja, das tat er aus reiner Menschlichkeit. Ein seltenes Wort. Ja, aber es war so. Sag, ist es wahr, dass die Gräfin gestorben ist? Aus Kummer über das Verhältnis zwischen dem Grafen und dir? Was? Wer sagt denn? Das ist ja wohl die niederträchtigste Verleumdung. Die Gräfin sei wegen mir gestorben. Pah! Hören Sie. Ich schwöre, bei allem, was mir lieb ist, die Gräfin ist an der Grippe gestorben. Und sie soll hier bei der Tür hereinkommen, so wie sie starb, mit offenem Mund, und soll mich holen. Zwischen dem Graf und mir war nichts, nichts, nichts. Denn ich liebe einen anderen, einen, der mich zerstört hat und der mich nicht Mutter werden ließ und den ich hasse wie die Pest. Figaro. Ach ja, dieses Letzte auf der Welt. Apropos Illusionen. Ich habe mir wieder ein Lied zusammengestohlen. Es singt von einer großen Liebe, die nicht erwidert wird. Wüsstest du einen Titel? Gehen Sie, Herr von Cherubin. Ich bin doch keine Dichterin. Wie wär's mit Susanne? Das ist doch kein Titel. Wer weiß. Vielleicht wird's ein Welterfolg. Na, wenn Susanne heißt, dann sicher nicht. Wir werden sehen.
sind das erste Mal alleine. Und ich mach für uns Musik. Das Licht geht aus, es brennen Kerzen. Es fehlt nichts mehr zu unserem Glück. Niemand im Haus, der uns noch hört. Allein der Gast dort drüben stört. Susanne, 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 ich bin ganz verrückt nach dir. Zärtlich nehm ich deine Hände, streiche sanft dir übers Haar. Ich kann es einfach gar nicht glauben, dass ich dich jetzt gleich küssen kann. Ich will es noch mehr! Warum habe ich die blöde Bar nicht zugemacht? Ich gebe ihm seinen blöden Absinth. Ja, schenk nur ein. And I think to myself, no, not what a wonderful world. Aber warum ich? Warum jetzt? Warum? Susanne, 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 ich bin ganz verrückt nach dir. Wir sind noch immer ganz allein. Doch der Text geht mir jetzt aus. Die Stimmung ist schon lang beim Teufel. Die Langeweile ist ein Graus. Oh nein. Ich war jetzt wirklich lange da. Ich muss jetzt gehen. So bleib doch da. Und? Sehr melodisch. Ist das alles? Ich bitte Sie, Herr von Kerubin, es tut mir im Herzen weh, aber benennen Sie keine Komposition mehr nach mir. Er sitzt in der Küche. Wer sitzt in der Küche? Ein flüchtiger Bekannter. Was sagen Sie, wie schnippisch sie zu mir ist? Ne? Sie ist eine Prinzessin. Aber sie spricht nicht gern darüber, weil sie sich schämt. Wer sitzt denn in der Küche? Niemand. Herr! Halten Sie mich nicht zum Besten. Herr, es sitzt niemand in der Küche, nur das Personal und ein Bettler. Wenn es wirklich ein Bettler ist, dann bringen Sie mir einen Cognac. Aber sofort, wenn ich bitten darf. Wie befehlen? Hey, Prinzessin, wer sitzt denn in der Küche? Hm? Ein Prinz? Hm? Ja. Könnte ich mal den Chef sprechen? Polizei. Sofort, sofort. Herr von Kerubin!
Da möchte Sie jemand sprechen. Die Polizei. Bitte. Sie beschäftigen hier eine staatenlose Kellnerin, deren Arbeitsbewilligung bereits seit 4 Wochen abgelaufen ist. Es geht also nur um mich? Ja, nur um Sie. Sie muss ihre Stellung sofort verlassen. Ansonsten macht sie sich strafbar. Und Sie, mein Herr Dito, Sie verlieren noch Ihre Konzession. Aber ich kann doch das Fräulein nicht einfach so auf die Straße... Tut mir leid. Ich tue nur meine Pflicht. Und der Einzelne spielt leider keine Rolle. Gesetz ist Gesetz. Gesetz? Ruhe, bitte. Ich höre immer Gesetz. Mischen Sie sich da nicht in Amtshandlungen. Eure Amtshandlungen, die kenne ich schon. Und in eure Gesetze, da müsst man sich weiterhin mischen. Frau Briggs, halten Sie den Mund. Ich halte nicht den Mund. Fällt mir nicht ein, verstanden? Er hat getrunken, der alte Mann. Das will ich hoffen. In seinem Interesse. In meinem Interesse haben Sie nichts zu hoffen. Ich verbiete es Ihnen. Und getrunken habe ich ja nur ein Glas. Aber ich vertrage noch so viel wie früher. Klingelingeling! Glas auf ihn! Verstanden? Jetzt sage ich Ihnen mal meine Meinung. Sie werden hier keine Meinungen sagen. Ich werde sie sagen! Ich... Oh Gott! Oh Gott! Herr Graf! Herr... Oh Gott! Ich werde jedem meine Meinung sagen, auch dem Herrn Lehrer. Was ist das? Ein Graf? Ein Graf Almaviva. Ist er tot? Keine Spur, nur Alkohol, sonst nichts. Nummer 87. Entlassen am... Ja. Ein tragischer Fall. Er hat etwas verkauft, was nicht ihm gehört hat. Veruntreuung? Ja. Veruntreuung und Betrug. Ein jedes Kind hätte das gemerkt, nur er nicht. Armut und Not. Aber der... erschwerende Umstand hebt den mildernden auf. Wo ist mein Hut? In der Küche. Ich suche ihn. Sie können gleich gehen, ich sehe nur nach, wer Sie sind. Ach so. In Ordnung. Haben Sie auch das Schloss gesehen? Welches Schloss? Mein Schloss. Hier, das war der Park. Der ging bis zum Wald. Oh! Und das hier, das sind Erinnerungen, Familien, Fotos, meine Frau und so. Ich an Ihrer Stelle würde jetzt nach Hause gehen. Wohin? Übrigens, wo wohnen Sie? Kennen Sie das Hotel Esplanade und das Carlton? Kenne ich alles. Alles! Meine Hochachtung, Herr Kommissar, gute Nacht. Wo ist er denn? Fort. Aber ohne Hut? Betrunkene tun sich nichts an. Ein einziges Glas. Er verträgt halt nichts mehr. Ein tragischer Fall. Fräulein. Kommen Sie morgen aufs Kommissariat. Vielleicht will es ja der liebe Gott. Und es gibt noch einen Aufschub. Gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht. Meine Empfehlung, Herr Kommissar. Gehe sicher nicht aufs Kommissariat. Bist du wahnsinnig? Ich pfeife auf den Aufschub.
ohne Arbeitserlaubnis. Wovon willst du leben? Ich werde einen Brief beantworten. Was für einen Brief? Einen Brief, den ich schon seit 2 Wochen mit mir herumtrage. Ich möchte wissen, woher er meine Adresse weiß. Wer? Er sagt, ich soll zurückkommen. Er ist einsam. Wer? Figaro. Wo steckt er denn jetzt? Schlossverwalter ist er geworden und hat Gewissensbisse. Ich sehe nicht. Die finsterste Nacht meines Lebens. Ah! Was ist denn los? Ich bin in etwas Weiches getreten. Wir haben zunehmenden Mond. Wie damals. Ich habe das Land meiner Väter verlassen, um nicht erschlagen zu werden. Und jetzt kehre ich heim durch denselben Wald, um nicht wieder eingesperrt zu werden. Not kennt kein Gebot. Heute frage ich mich nicht mehr, was ich verbrochen habe, dass ich heimlich über die Grenze muss. Herr Graf, Sie haben doch nichts verbrochen. Oho, ich habe mich verrechnet. In 2 Monaten ist alles aus. Figaro hatte recht. Sind wir schon jenseits? Ich erkenne hier jede Lichtung. Rechts ist der See. Und links die Schlucht, wir haben es hinter uns. Ui. Was versprichst du dir eigentlich davon, dass du mich mit dir nimmst? Wieso? Nun, denkst du, es wird so glatt abgehen, wenn ich zu Hause auftauche? Herr Graf, das haben wir doch schon besprochen. Wir gehen jetzt heimlich zu Figaro und dann fragen wir ihn, wie die Situation liegt. Also. Hast du es ihm eigentlich geschrieben, dass wir kommen? Nein, er weiß es nicht. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Ich habe den Brief so oft zerrissen und ich muss mit ihm sprechen. Schlossverwalter ist er geworden, nicht? Aber das wissen Sie doch, Herr Graf. Und was bin ich geworden? Herr Graf, ich sehe ein Licht. Ich sehe nichts. Kommen Sie. Nein, der Baum, der dort liegt, sieht aus wie ein Bett. Ja, ja, links stand das Bett, rechts das Sofa. Sie schlief auf dem Sofa, denn mir war es zu kurz. Liegst du jetzt besser? Es regnet. Geh, Susanne, geh. Dich hat er gerufen. Mich ruft niemand, ich bleibe. Hier? Es war mir nie recht klar, warum ich dir zurückgefolgt bin. Erst jetzt begreife ich, dass ich zu Hause schlafen wollte. Ja, das Sofa war zu kurz. Herr Graf, verkomplizieren Sie doch nicht noch die Situation. Was wollen Sie denn hier im Wald? Jetzt kommen Sie. Dort ist mein Bett. Herr Graf, wo sind Sie denn? Herr Graf? Herr Graf? Susanne, ich bin ganz verrückt nach dir. Meine Frau sagte immer, wir sitzen noch in der Schule und warten auf die großen Ferien. Herr Lehrer, dauert's noch lang?
Halt, wohin? Ihre Legitimation? Was? Ihre Papiere, Pass oder dergleichen. Was ist das? Herr, machen Sie keine blöden Witze. Wer sind Sie? Ich? Wer denn sonst? Ja, ich. Ich bin der Graf. Alma Viva. Alma Viva? Ja! Im Namen des Volkes, Sie sind verhaftet. Was singst du denn da für ein Lied von einer Susanne? Kennst du das gar nicht? Das ist der neueste Weltschlager. Hat in ein paar Tagen den ganzen Erdkreis erobert. So, mir scheint, Gassenhauer sind ansteckender als revolutionäre Lyrik. Ist die Post schon gekommen? Ja, hier. Ist das alles? Was erwartest du eigentlich? Einen Brief, etwas Privates. Dass du auch etwas Privates hast, das sollte man überhaupt nicht für möglich halten. Du lebst doch nur für das Schloss und für die Kinder. Meinst du, dass die Kinder mich gern haben? Also wie blöd du fragen kannst. Also du bist für die Kinder der oberste Herrgott. Für dich würden sie stehlen, rauben, morden. Meinst du? Wann kommt die nächste Post? Morgen ist Feiertag. Morgen, Herr Verwalter. Morgen, Wachtmeister. Alles in Ordnung? Melde gehorsamst eine wichtige Arretierung. Ein Mann, er hat sich über die Grenze geschmuggelt, unweit der Schlucht. Er behauptet, er sei der Graf Alma Viva. Was? Graf Alma Viva, um Gottes Willen. Wo ist er? Wir haben ihn in den Keller gesperrt. Sofort, kommen Sie, Herr Wachtmeister. Zu Befehl. Sofort. Zu Befehl. Frankett! Frankett! Frankett, 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 Frankett. Weißt du, wer im Lande ist? Gerade habe ich es im Wirtshaus gehört. Der Graf Alma Viva. Dieser hochgeborene Unhold ist da. Na, mit dem werde ich ein Wörtel reden, mit diesem Zyniker, der mein Weib vergewaltigt hat. Mann, kümmere dich doch nicht um Politik. Eine Vergewaltigung ist keine Politik, bitte ich mir aus. Petrillo, ich muss mit dir reden. Aber du darfst mich nicht verachten. Ich verachte nicht den letzten Wurm, das weißt du. Was gibt's? Ich habe Angst, wenn du das Ganze jetzt aufs Tapet bringst, was der Graf mir angetan hat. Das bringt doch nur Schererei. Recht muss Recht bleiben. Und ungestraft wird bei uns nicht vergewaltigt. Bei uns nicht. So tief sind wir noch nicht gesunken. Petrillo, ich hab dich belogen. Was willst du damit ausdrücken? Damit will ich ausdrücken, dass von einer korrekten Vergewaltigung nicht die Rede sein kann. Nicht die Rede, sondern... Du hast mich also nur so betrogen, so korrekt.
Verzeih mir, ja, bitte. Soll ich mich vielleicht nur freuen, dass er dich nicht vergewaltigt hat? Also, da stürzt ja eine Welt in mir zusammen, ganze Berge von Theorien und überhaupt alle Rechtsbegriffe. Ich sag's ja immer, es bleibt einem nur das Wirtshaus. Was wirst du jetzt machen? Aufhängen werde ich mich nicht. Wirst du dich scheiden lassen? Ja, willst du mir noch mehr Scherereien bereiten? Von Scheiden kann gar keine Rede sein, schon wegen unserer Kinder. Ach, das eine bitte ich mir von heute ab aus. Von diesem, deinem Geständnis, hast du mir aber schon radikal keine Vorschrift mehr zu machen, wann ich ins Wirtshaus gehe und wie lange ich dort selbst verweile. Verstanden? Du liebst mich nicht mehr. Ein für alle Mal, es bleibt dabei. Ich übernehme die volle Verantwortung. Bitte, Herr Verwalter, jedoch... Es gibt kein Jedoch. Befehl ist Befehl. Zu Befehl, Herr Verwalter. Zu Befehl. Herr Schlossverwalter. Was gibt's? Der Graf Almaviva gehört doch sofort erschossen, nicht? Wer sagt das? Ich. So, du. Ja, dann ist er ein politischer Verbrecher. Nein, er gehört nicht erschossen, sondern er soll lebenslänglich Zuchthaus bekommen. Und warum soll er lebenslänglich Zuchthaus bekommen? Weil lebenslänglich Zuchthaus eine sehr schlimme Strafe ist, hat unser Herr Lehrer gesagt. So, also eurem Herrn Lehrer werde ich einmal eine kleine Nachhilfestunde in Humor erteilen. Passt mal auf, ihr zwei Richter. Erstens, geht's lieber und schmeißt ein paar Fensterscheiben ein, bevor er hier politisiert. Und zweitens, der Herr Graf Almaviva ist kein Verbrecher. Er ist doch ein Graf. Warst du schon einmal ein Graf? Nein. Na also, dann red auch nicht mit. Ich sag euch, wenn ihr den Herrn Grafen Almaviva einmal auf der Straße trefft, dann müsst ihr ihn anständig grüßen, höflich und artig sein, weil er ist ein älterer Herr und ihr zwei seid Lauser. Und überhaupt, ihr könnt doch nicht so mir nichts, dir nichts, einen Menschen einfach einsperren und erschießen. Was hat er euch denn getan, der Graf, dir und dir? Schämt ihr euch nicht? Aber gebt Acht, wenn ihr einmal alt geworden seid, dann wird es heißen, alle Findelkinder sind Verbrecher. Und dann wird es nur mehr Grafen geben. Und die Grafen werden die Findelkinder einsperren und lebenslänglich erschießen. So, und jetzt geht's und schmeißt ein paar Fensterscheiben ein. Los, los, marsch, marsch, marsch. Susanne? Warum hast du meinen Brief nicht beantwortet? Hätte ich schreiben sollen? Ich habe es immer noch nicht im Kopf, dass du vor mir stehst. Ich warte seit Wochen auf einen Brief. Figaro, ich habe gehört, ihr habt den Grafen verhaftet. Was für einen Grafen? Den Grafen Almaviva. Ach so, ja, verzeih, ich bin auch etwas wirr. Dass mit dem Grafen nichts passiert, hörst du? Ich bin schuld, dass wir zurück sind. Und er hat sich immer um mich gekümmert und es wäre entsetzlich, wenn ihr ihm etwas tun würdet. Warum redest du denn ständig vom Grafen, wo wir uns so lange nicht gesehen haben? Weil mir das jetzt wichtiger ist. Wichtiger? Dass mit dem Grafen nichts passiert, hörst du? Du traust mir also zu, dass dem Grafen etwas passiert? Ich weiß es nicht. So, du weißt es nicht. Na, wart. Der Graf ist natürlich nicht zu retten. Selbst wenn er begnadigt werden würde, würde er Zuchthaus bekommen, lebenslänglich. Figaro, du musst ihn retten. Das kann ich nicht. Recht ist Recht. Es gibt aber zweierlei Recht. Seit wann? Seit wann? Es waren doch immer deine Theorien. Oh. Oh. Sehe ich, wie du mich belogen hast mit deinem Brief. Hast mir von Menschlichkeit geschrieben, dabei war das alles nur Phrase. Nein. Aber obwohl du zurückgekommen bist, traust du mir noch immer alles Böse zu. Und genau deshalb gehörst du enttäuscht. Dass sie nicht verändert. Ich glaube schon. Ich bin zu dir zurück, weil meine Arbeitsbewilligung nicht verlängert wurde. Das freut mich. Weil ich nichts mehr zu essen hatte, bin ich zu dir zurück. Das glaube ich dir nicht. Doch? Nein. Warum sollte ich dich belügen? Warum belügst du dich selbst? Tut's dir wohl. Mir macht's nichts aus.
Hast du Gewissensbisse gehabt? Wenn du mich so fragst, sage ich nein. Warum hast du mich dann gerufen? Weil ich dich brauche. Zu was denn? Bitte, frag nicht so dumm. Du hast mich einmal gefragt, wie es sein wird, wenn wir einmal alt geworden sind und niemand mehr da ist, der zu uns gehört. Dann wird es sinnlos geworden sein, dass wir überhaupt gelebt haben. Und du hast gesagt, viel Sinn macht so oder so nicht. Und ich habe gesagt, dann möchte ich lieber gleich sterben. Stimmt, und ich habe gesagt, ich habe dich sehr lieb. Erinnerst du dich? Ja. Aber ich habe gesagt, das allein genügt mir nicht. Stimmt. Aber heute. Heute habe ich keine Angst mehr vor der Zukunft. Figaro! Figaro! Die Saububen schmeißen die Fensterscheiben ein. Ich werde ihnen die Ohren ausreißen. Du wirst dich beherrschen. Ich habe ihnen erlaubt, dass sie einschmeißen. Erlaubt? Ja, ich habe gesagt, dass sie es dürfen, wenn sie nicht mehr politisieren. Ja, aber das ist zu viel. Ja, das ist jetzt wirklich etwas. Das ist wirklich etwas zu viel. Na? Was sagst du zu meiner Frau? Wir haben uns schon begrüßt. Himmel! Der gnädige Herr Graf Alma Viva! Ach, alter Antonio, lebst du auch noch? Nimmer lang, gnädiger Herr Graf, nimmer lang! Das sowieso! Hopp! Dort fehlt ja meine große Tanne. Die hat der Blitz erschlagen. Da bin ich schon wieder beruhigt. Ich dachte bereits, ihr hättet sie gefällt. Ja, die Bänke stehen noch unter den Bäumen. Und die Bäume haben ihre Plätze nicht verlassen. Auch die Wiesen sind zu Hause geblieben. Figaro! Herr Graf wünschen. Bin ich denn nun wirklich frei? Gewiss, Herr Graf. Und ich soll wieder in meinem Zimmer schlafen? Gewiss, Herr Graf. Ist denn die Revolution zu Ende? Im Gegenteil, Herr Graf. Erst jetzt hat die Revolution gesiegt, indem sie es nicht mehr nötig hat, Menschen in den Keller zu sperren, die nichts dafür können, ihre Feinde zu sein. Figaro.
Wir sind das erste Mal alleine. Und ich mach für uns Musik. Doch der Text geht mir jetzt aus. Die Stimmung ist schon lang beim Teufel. Die Langeweile ist ein Graus. Oh nein. Ich war jetzt wirklich lange da. Ich muss jetzt gehen. So bleib doch da. 2, 4.